Ja, hallo zusammen. Nachdem ich jetzt längere Zeit nichts hochgeladen habe, heute mal ein experimentelles Video, zwangsweise. Ich habe gerade zwei Videos schon gedreht, die sind alle komplett in die Hose gegangen. Jetzt habe ich einen ziemlichen Frust, wollte jetzt an diesem Projekt weitermachen, das ich bei Instagram schon in diesem Stadium hochgeladen habe und stelle dann fest, dass ich kein Spachtelmasse hier habe. So, jetzt, was mache ich denn jetzt? Ja, kreativ sein. Die Inspiration kommt durch eine Künstlerin, die ich euch unten in der Videobox verlinke. Ich ersetze jetzt meine Strukturpaste durch eine kreative Mischung aus Fugenfüller für Gipskartonplatten und Binder. Und dazu gebe ich dann noch, damit das so kleine Risse gibt, ich hoffe, dass es funktioniert, noch ein bisschen Holzleim, den ich hier nur über habe. Und daran lasse ich einen teilhaben. Den ersten Schritt habe ich euch jetzt nicht gezeigt. Das ist auch wirklich ganz einfach. Ihr nehmt einfach irgendwelche Schnüre, nehmt euch den Binder und tragt den Binder relativ dick auf und gebt die Schnüre dann rein. Ich blende das Foto mal eben ein. Ich habe dann die oberen Enden, weil die sich halt immer so hochgedreht haben, mit Malerkrepp festgeklebt. Manche meinten, ja, das sieht schon so aus wie Blüten, du kannst es so lassen, aber Leute, wirklich in echt sah das richtig schrecklich aus. Deswegen habe ich das jetzt wieder rückgängig gemacht. Also ich bleibe jetzt einfach bei der Spachtelmasse und guck, was passiert. So, jetzt fangen wir einfach an. Ich lasse es jetzt in Zeitraffer vorlaufen, weil das jetzt ja nicht sonderlich erhebend ist, was ich hier mache. Ihr könnt jetzt mal dabei zuschauen und dann schauen wir gleich mal weiter. Ja, okay, so, jetzt habe ich das soweit fertig. Wer da mehr zu wissen möchte, wie ihr euch Strukturpasten selber mischen könnt, wie ihr Risse erzeugen könnt, dem empfehle ich mein Buch. Malmesser, Spachtel und Co. blende ich hier irgendwo ein, könnt ihr auf meiner Webseite bestellen. Wobei ich sage, das, was ich jetzt hier gematcht habe, ist jetzt eine spontane Erfindung, aber es müsste klappen. Der Binder ist ja dasjenige, ist der Medium, das halt dafür sorgt, dass jetzt die ganze Masse hier kleben bleibt auf der Leinwand, und was ich da reingebe, ist eigentlich das Entscheidende. Also ich habe jetzt diesen Gips genommen, weil ich eine feine Spachtelmasse haben möchte, keine grobe. Deswegen gehe ich hier jetzt auch immer wieder mit dem Malmesser so mit ganz sanftem Druck, und dann gibt es so Abrisse. Zeige ich das nachher, wenn es dann getrocknet ist, mal genauer. Und wenn wir ganz großes Glück haben, dann wird der Leim dazu führen, dass wir halt noch so spinnwebartige Risse bekommen. Was ihr vielleicht auch gesehen habt, dass ich jetzt mit dem Malmesser wirklich nur in die Richtung gegangen bin, entweder mit der Breitseite oder so in die Richtung halt. Das hat halt auch was mit dem Format der Leinwand zu tun. Ich habe halt eine hochformatige, und wenn ich jetzt so die ganze Zeit gehen würde, würde auch die Strukturpaste in die Richtung laufen, und es sieht halt einfach nicht so schön aus. So, ich denke, so kann ich es jetzt lassen. Wer schon mal mit Strukturpaste gearbeitet hat, der weiß, dass es lange dauert, bis die trocken ist. Heute hoffe ich, dass es schneller geht, weil wir heute 35 Grad haben draußen und ich das einfach biomäßig jetzt trocknen lasse. Und das empfehle ich wirklich jetzt jedem von euch: arbeitet nur weiter, wenn es wirklich komplett durchgetrocknet ist, weil sonst gibt es Gematsche, sonst löst sich so die Strukturpaste in so eine Art Haut ab, und darunter ist es noch flüssig, und das ist ganz fürchterlich.
lieber eine Stunde länger warten und dann habt ihr mehr Spaß damit. So, ich finde, das sieht jetzt schon ganz apart aus und ich muss auch sagen, mir gefällt das oben jetzt viel besser als mit den Malerkrepp und dann werden wir gleich schauen beim nächsten Schritt, wie es weitergeht. So, ist so einigermaßen trocken, außer natürlich die dicken Blüten, die brauchen den ganzen Tag, bis sie trocken sind. Da müssen wir jetzt halt durch. ja, okay, der nächste Schritt ist jetzt, dass ich so einen Rand mache mit Painsgrau. Painsgrau ist ein ganz, ganz dunkles Blau-Grau. Das könnt ihr euch auch selber mischen, wenn ihr es nicht zu Hause habt, indem ihr einfach Schwarz und Ultramarin mischt. Und Schwarz und Ultramarin müsstet ihr zu Hause haben, weil es ja zu meiner Palette gehört. Das Ganze soll sehr wässrig sein, weil nachher wird es dann mit Haushaltstuch, wird die Farbe dann wieder abgenommen, dass wirklich nur so ein Hauch zu erkennen ist. Also in der Mitte wird es abgenommen, am Rand lasse ich es so einigermaßen. Und damit mir das gut gelingt, nehme ich jetzt halt einen sehr weichen Aquarellpinsel, weil der halt nicht so einen dicken Auftrag hat. Und so, und jetzt wird erstmal die ganze Oberfläche gewässert, damit die Farbe auch schön verläuft. Pinsel mache ich natürlich auch nass, dann nehme ich ein bisschen was von der Farbe auf. Aber bei den Blüten ist es jetzt ein bisschen kritisch hier, ne, weil die ja noch nicht trocken sind. Da muss ich gleich sehr vorsichtig sein. Vom Ablauf her ist es natürlich auch ein bisschen dämlich gewesen, erst die Schnüre zu kleben und dann den Rest zu machen. Aber da muss ich jetzt halt durch. Für euch der Tipp, macht bitte erst den Untergrund und klebt dann die Schnüre. Das liegt halt daran, weil ich, als ich die Schnüre geklebt habe, einen ganz anderen Plan hatte. So. Jetzt nehmen wir das Papier und nehmen die Farbe in der Mitte zufallsgemäß wieder ab. Und wenn wir schon mal dabei sind, die Farbe ist halt noch vorhanden. Sieht natürlich besser aus, wenn man den Rand in der gleichen Farbe halt gleich schon mal dunkel macht. Und das mache ich jetzt auch mal eben. Und dann kommt die ganze Sache wieder in die Sonne und wenn es Winter ist, föhnen, wobei ich euch dringend empfehle, beim Föhnen ein Fenster aufzumachen, für guten Durchzug zu sorgen, denn was die meisten nicht wissen, sowohl in den Farben als auch im Binder, sind Schimmel und hemmende Mittel drin. Die Älteren unter uns werden sich vielleicht noch erinnern, wenn man Wandfarbe, was nichts anderes ist als Acrylfarbe, früher länger als ein 2 Monate hat stehen lassen und hat die zu schimmeln angefangen. Und ja gut, bei so einer Künstlerfarbe ist das natürlich nicht so gut, die kostet eine Menge. Folglich sind die Hersteller hingegangen und haben jetzt irgendwann mal Biozide und Fungizide drunter gemischt. Also ist nicht sonderlich gesund, das in nicht belüfteten Räumen zu machen. Dringende Empfehlung, wenn er föhnt, auf Durchzug. So, das sieht in dem Stadium, finde ich, schon ganz apart aus. Ich hoffe, dass das dritte Video gelingt und wenn nicht, werde ich es trotzdem hochladen. Vor dem nächsten Schritt trocknen. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, ich habe mir das Video eben nochmal angeguckt. Das Originalvideo, die hat den nächsten Schritt in die feuchte Farbe eingearbeitet. Deswegen habe ich jetzt das Trocknen unterbrochen. Ich hoffe, es klappt noch. Und zwar nehme ich jetzt einfach Weiß, Titanweiß, gehe hier nochmal drüber und hole mir damit halt die Helligkeiten wieder. Und das führt halt zu einem ganz tollen Kontrast. Und jetzt ist halt das Coole, dadurch, dass der Untergrund halt lebendig ist, bleibt die Farbe halt nicht vollflächig hängen, sondern nur an den erhöhten Stellen. Und wie viel es ist, das kann ich halt durch den Druck bestimmen. Wenn ich hier zum Beispiel leicht drüber gehe, ist weniger, als wenn ich stark drüber gehe. Seht ihr hier zum Beispiel. Ne? So, die Struktur ist jetzt leider nicht, hat leider keine Risse bekommen. Also der Holzleim wirkt mit dem Gips nicht, weil wenn er das mit normaler Strukturpaste macht, wirkt es. Das habe ich selber ausprobiert, wunderbar. So. Ich werde jetzt mal hier oben heller machen als unten, so eine kleine Zweiteilung. Achtet darauf, dass ihr nicht zu viel Farbe drauf habt auf dem Malmesser, weil sonst kriegt ihr halt wie hier so vollflächig die Abdeckung. Das sieht, finde ich, nicht so schön aus. Ich finde dieses ausgerissene einfach schöner. Wenn ihr das natürlich nicht wollt, dann könnt ihr natürlich das so machen, wie ihr es selber schön findet.
Ich muss ehrlich sagen, also mit dem Weiß finde ich jetzt nicht unbedingt so apart. Ich hätte es eigentlich so lassen können, wie es vorher ist, und dann direkt den letzten Schritt machen. Das hätte mir jetzt viel Zeit gespart. So, jetzt habe ich ja nur den Pinsel, wo nur die Farbe drauf ist. Und werde ich das ein ganz klein wenig dunkler machen hier, ganz vorsichtig. So, also so gehe ich jetzt hier nochmal drüber und mische die Farben so ein ganz klein wenig. Jetzt habe ich mir überlegt, dass ich die Blüten dunkel färbe, damit ich nachher einen stärkeren Kontrast habe. Das ist jetzt relativ hart, ne? Sehr hart im Vergleich zur Umgebung. Aber es kommt ja noch ein ganz entscheidender Schritt, wo ich das dann wieder wegnehme. So, und mit der gleichen Technik versuche ich jetzt die Stängel noch ein bisschen stärker zu kontrastieren, damit die auch wieder besser erkennbar sind, weil so sind sie ziemlich verschwunden. Dann nehmen wir mal einen anderen Pinsel, einen härteren. So, und jetzt heißt es wieder trocknen und dann kommt der vorletzte Schritt und dann ist es, ne, der vorvorletzte, es kommen nur zwei Schichten, dann ist das Ding fertig. Ja, ist wieder einigermaßen trocken, außer den Blüten, aber das ist jetzt erstmal egal. Ich gehe jetzt mit einer Farbe drüber, das ist so ein bisschen wie Vanille, mische ich mir aus Zitronengelb, ein Hauch Zitronengelb und ein bisschen was von der Farbe Sand. Ich habe jetzt doch ein bisschen mehr von dem Zitronengelb reingenommen. Und damit gehe ich jetzt hier nochmal drüber. Und zwar werde ich diese Farbe eher hier im unteren Bereich einsetzen und weniger im oberen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ihr die unterschiedlichen Farben erkennen könnt. Ich halte es mal ein bisschen näher. Aber es sieht von der Struktur her schon wirklich faszinierend aus. So, und jetzt heißt es wieder trocknen. Und dann werde ich mit ein bisschen lichten Ocker drüber gehen. Im Original hat die Künstlerin eine Sprühflasche hergenommen mit einem Goldton. Den habe ich jetzt nur leider nicht. Und den versuche ich jetzt mit lichten Ocker zu ersetzen. Und das hat sie so im Außenbereich verwendet, weil ganz zum Schluss, das ist dann der letzte Schritt, kommt ja rundherum nochmal Goldfolie drauf. Und ich werde zusätzlich auf den Blüten noch Goldfolie verwenden. Deswegen habe ich halt das Schwarz als Untergrund genommen, damit ich halt einen ganz starken Kontrast kriege. Und ja, das Gold harmoniert halt relativ gut mit dem lichten Ocker, weil das hat ja auch so was Warmes, Gelbliches. Reines Gelb ist zu hart, das passt da überhaupt nicht dazu. Und das zweite Problem ist, Cadmiumgelb, das ich auf meiner Palette immer verwende, ist eine transparente Farbe. Das wird sich dann mit dem Schwarz mischen. Schwarz schimmert durch und damit kriege ich einen Grünton. Und das möchte ich eigentlich nicht so gern haben. Und der lichte Ocker, weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt hier, das ist eine volldeckende Farbe, seht ihr halt an der Markierung hier auf der Tube. Das heißt, da brauche ich mir ja gar keinen Kopf machen, dass da ein Grünton entsteht. Ich muss den halt nur sehr dünn auftragen, vorsichtig auftragen, damit das nicht das Bild sozusagen erdrückt. So, also Föhn, auf geht's zum nächsten Schritt. So, es ist wieder einigermaßen trocken. Dieses Projekt zieht sich jetzt schon über 2 Stunden hin und ja, viel Geduld ist gefragt. Ich nehme jetzt den lichten Ockermischen ganz klein wenig von dem Sand dazu, dass es ein bisschen heller wird. Kein Weiß. Ja, so ist ein schöner Farbton. Und weiche Aquarellpinsel, damit ich halt die Farbe halt wieder vorsichtig auftragen kann. Ja, verträgt vielleicht doch ein bisschen mehr Ocker. Es ist halt so, wenn er Farben auf Weiß mischt und die auf dem dunklen Untergrund dann auftragt, dann da vertut man sich halt manchmal.
Und ihr seht, es gibt kein Grün, ne? Das ist wirklich hervorragend. Also genau das, was ich vorhin sagte, deckt wunderbar und keine Mischfarbe. So, und weil der Farbton so schön ist, werde ich den auch innerhalb des Bildes jetzt an einigen Stellen verwenden, zwar vor allen Dingen hier im unteren Bereich. Eben genau wie im ersten Schritt werde ich jetzt mit einem feuchten Tuch die Farbe wieder abtupfen, damit es halt nicht zu krass wird. Und dann kann ich mit der Farbe nach oben weiter tupfen und dann kriege ich automatisch so einen Übergang. Also ich muss sagen, es gefällt mir ausgezeichnet. Ich bin so heilfroh, dass mir jetzt ein Bild im dritten Anlauf gelungen ist. Okay, wieder trocknen lassen und dann kommt der letzte Schritt mit der Goldfolie. Ja, jetzt sind wir beim letzten Schritt. Es ist wieder so einigermaßen trocken und weil ja im Moment wirklich der Wurm bei meinen Videos drin ist, habe ich jetzt gerade gemerkt, dass auch die Anlegemilch für die Goldfolie fehlt. Deswegen werde ich jetzt einfach gnadenlos den Binder hernehmen. Hat übrigens einen weiteren Vorteil. Ich habe gemerkt, dass die Anlegemilch sich ganz schlecht auswaschen lässt und ich habe mir damit einen Pinsel kaputt gemacht. Okay, wir legen einfach los. So, das Gold soll ja nur am Rand sein. Normalerweise macht man das ja mit einem speziellen Pinsel, aber ich werde es jetzt einfach genau wie die Künstlerin aus dem Video mit der Hand machen. Ich hau das jetzt einfach hier drauf und gut ist. Und was was nicht klebt, das mache ich dann gleich nach dem Trocknen mit einem anderen Pinsel wieder ab. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus, oder? Tolle Farben, passen gut zueinander und das Ganze trocknet jetzt und dann gehe ich hin und werde mit dem Pinsel hier die ganzen restliche Goldfolie abmachen. Dann ist es auch nicht so überbordend, wie es im Moment noch aussieht. Bis gleich. Okay, ich fange mal an, die Reste hier alle abzumachen. Fertig. Und ich würde sagen, bin auch sehr, sehr zufrieden damit. Im Prinzip ist es noch nicht ganz fertig. Der letzte Schritt ist, ihr müsst die Goldfolie schützen. Das ist ja keine echte Goldfolie, das ist eine Kupferlegierung. Und die oxidiert an der Luft und verliert dann halt diese Goldfarbe. Deswegen müsst ihr die halt vor Luftsauerstoff schützen. Und das macht man ganz einfach mit einer Schicht Binder oder mit einem Fixativ, mit einem Acrylfixativ, mit einem Firnis oder was könnt ihr eigentlich hernehmen, was ihr wollt. Ja. Das zeige ich euch jetzt nicht, weil das Video einfach unnötig lang machen würde. Ich hoffe, dass das für euch eine nette Anregung war, mal was Neues auszuprobieren, so wie ich halt auch. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden und bin auch der Künstlerin dankbar, dass sie ihre Ideen so frei mit uns teilt und uns die Möglichkeit gibt, halt auch ganz was Neues auszuprobieren. Viel Spaß beim Nachmachen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.